Wir werden Ihnen mit kurzem Referat vielleicht einmal die wichtigsten Punkte auch erläutern. Wir sind natürlich froh von der SVP, dass wir so einen guten Kandidaten ins Rennen schicken können. Ich weiss selber als Nationalrat, was es eben heisst, in diesen Kommissionen sitzen und die Gesetze beraten. Es wird immer wieder ein bisschen vergessen, dass ja letztendlich die Bundesversammlung eben auch der Gesetzgeber ist. In der Schweiz letztendlich natürlich das Volk mit Referendumsrecht oder Initiativen, aber Vorbereitungsarbeit und Detailarbeit, die findet natürlich in diesen Kommissionen statt. Sie findet auch nicht im Plenum statt und das ist ja eigentlich unter Ausschluss von der Öffentlichkeit. Und dort ist es natürlich wichtig, und das merke ich immer wieder, dass man wirklich kompetente Leute in solche Kommissionen einschicken kann. Und da hat natürlich jetzt der Professor sicherlich, das kann man sagen, ein Vorteil, oder, wo sich natürlich in dieser Materie auskennen tut. Und vor allem, wenn er dann noch von Privat- und Wirtschaftsrecht kommt, ist das vielleicht nochmal ein Vorteil für den Kanton Zürich. Strafrecht, sagt man ja allgemein, sei nicht so schwierig. Oder es gäbe vielleicht mehr Strafrechtler, ist sicher auch wichtig, Strafrecht. Aber letztendlich ist natürlich das Privat- und Wirtschaftsrecht für einen Wirtschaftskanton wie der Kanton Zürich von enormer Bedeutung. Also was die Bundesversammlung beschließt oder nicht beschliessen tut. Und da sind wir natürlich froh, dass wir einen kompetenten Mann haben in dem Bereich, wo da aber auch klar SVP und eben vor allem auch klar liberale Positionen kann einbringen und eben auch kann vertreten, glaubwürdig vertreten und eben auch vertreten mit dem Wissen, was braucht und was bedeutet das, wenn man Paragraph X ändert oder Paragraph Y ändert, was hat das für Auswirkungen oder wie muss man es machen, damit die Gesetze ein bisschen kongruent sind. Und da ist der Professor Vogt sicher prädestiniert für die Arbeit und würde letztendlich, wenn er in den Ständerat kommt, natürlich am Kanton Zürich da enormes Gewicht verleihen. Nicht zuletzt auch als eben Wirtschafts-, Werkplatz- und Finanzplatz. Den Hans-Uli Vogt muss man sonst, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Er ist im Kantonsrat einer der profiliertesten Köpfe. Er ist auch sachlich argumentierend, er ist kompetent, er ist zuverlässig. Und wenn Sie mit ihm reden, das wissen Sie selber, das muss ich eigentlich nicht sagen, ist er kompetent und brilliert eben durch seine Argumentation und nicht durch Schlagwort. Er hat auch internationale Erfahrung, das ist auch wichtig. Er war ja lange auch im Ausland gewesen, in verschiedenen Ländern, redet verschiedene Sprachen. Und das hilft ihm natürlich auch, um eben die internationale Verwurzelung auch von Zürich können zu vertreten. Trotzdem ist er aber bodenständig geblieben. Und das ist natürlich auch wichtig. Er ist ja auf dem Land aufgewachsen, wohnt heute in der Stadt. Also auch da ist der Hans-Uli Vogt ein idealer Kandidat, weil er doch beide Seiten kennt, also Stadt und Land. Und er ist jetzt nicht ein typischer Landvertreter, aber auch nicht ein typischer Stadtvertreter, sondern er ist eben ein Vertreter, der beides in sich hat. Er weiss sicher auch als Professor von der Uni, wo ja vor allem auch junge Menschen ausbildet, also Studenten ausbildet tut, was es eben braucht für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. Und das ist sicher auch noch ein wesentlicher Vorteil, den er da hat als Didakt und als Lehrer mit jungen Menschen. Und das verbindet ihn natürlich auch und gibt ihm auch eine gewisse Lebenserfahrung, kann man vielleicht sagen, wenn man eben auch sieht, wie sich vielleicht die Welt ändert, wie sich eben vielleicht die Welt auch ändert für die jungen Menschen und was vielleicht heute braucht auch Anforderungen, wenn man will ins Berufsleben gehen, im Vergleich vielleicht vor 20 Jahren. Also da sieht man ja, dass das eigentlich auch einem steten Wandel unterzogen ist. Hans-Uli Vogt weiss sicherlich auch, was eben die Rahmenbedingungen sind für unsere Wirtschaft in der Schweiz und vor allem auch im Kanton Zürich, um unseren Wohlstand zu sichern und eben auch international konkurrenzfähig zu bleiben. Wir stellen ja fest, dass die Welt ist zwar immer noch gleich gross, aber es ist natürlich kleiner geworden durch die elektronische Vernetzung und die
Standorte sind ja vor allem im Dienstleistungsbereich, sind ja heute eigentlich nicht mehr unbedingt Knöpfe, dass man muss neu ziehen muss, wo Produkte hergestellt werden, sondern der Handel ist eigentlich globalisiert und die Firmen gehen eben dort heute an, wo die Rahmenbedingungen stimmen einerseits und wo natürlich auch ein gewisse Rechtssicherheit ist, auch noch ein Punkt, und natürlich auch das Know-how der Leute, die in diesem Land sind, ob das vorhanden ist oder nicht, das sind wichtige Rahmenbedingungen. Und da müssen wir als Politiker, und das macht sicher der Hans-Uli Vogt, eben vor allem schauen, dass die Rahmenbedingungen, die die Wirtschaft braucht, eben konkurrenzfähig sind. Vor allem eben auch aus liberaler Sicht, also weniger Staatseingriff, nicht allzu viele Regulierungen. Man kann ja das auch immer wieder in den Zeitungen lesen, wieso eben internationale Firmen in die Schweiz kommen. Das ist sicherlich mit dem Grund. Also liberalen Arbeitsmarkt beispielsweise ist ein wesentlicher Vorteil, den wir haben. Und das sind natürlich Errungenschaften, die man muss auch verteidigen und schauen, dass die so bleiben. Trotz, oder nachdem ich all die Punkte erwähnt habe, die jetzt da vielleicht so ein bisschen harte Faktoren sind, ist er natürlich auch noch nach wie vor ein vitaler junger Mensch, der Geselligkeit pflegen tut. Und wir können also mit gutem Gewissen und auch mit einem gewissen Stolz können wir sagen von der SVP aus, dass wir mit dem Hans-Uli Vogt jemanden ins Rennen schicken können, der brillant ist, der erfahren ist, wo ein sicherer Wert ist und vor allem, denke ich, auch ein sicherer Wert eben nicht nur für unsere Partei, sondern eigentlich für den ganzen Werk, Finanzplatz und letztendlich auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ja auch angewiesen sind auf ein gutes Gewerbe, auf eine gute Wirtschaft, damit es eben auch Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze gibt. Er ist eigentlich eine Wahl für die Menschen in unserem Kanton, die etwas erreichen wollen. Und für die Menschen im Kanton, die eben wollen, dass der Kanton Zürich vorwärts in die Zukunft kommt.